So, meine Lieben, schaut's mal, sieht man den wunderschönen Indianer? Dieses Buch ist für Bub und Mädchen geschrieben. Und ihr gendert nicht, das wisst ihr schon. Bei mir gibt es biologisch nur zwei Geschlechter. Der Rest ist für mich eine andere Geschichte. Und zwar Geschichte. Ja, und ich habe ein Buch geschrieben für Kinder im Alter, ich würde sagen zwischen 4 und 8 ist es am besten geeignet. Und zwar schon vorbereiten vor der Schule, wenn es durch dieses Buchstabenland geht und sich noch mit viel Fantasie diese Buchstaben als Wesen vorstellen kann, als Charakteren und sehr lebendig. Und noch in der Schule, weil da machen sie nachher diese kleinen Fehlerchen, wie vergessen den I-Punkt setzen auf dem I. Und jetzt stellt euch vor, der I-Punkt kriegt ein Leben und ist schwer beleidigt darüber, dass die Kinder ihn dauernd vergessen. Und eben auch der Tim. Und dann hüpft es dem Tim auf der Nase herum und sagt, boah, du hast mich immer vergessen. Und der Tim hat es wirklich vergessen und sagt, oh mein Gott, ich habe gar nicht gewusst, dass ich die damit beleidige und verletzen könnte. Oder eben durch das Ignorieren, dass die das kränkt und will ich natürlich nicht mehr machen. Also Empathie wird wieder getriggert, wird wieder angespornt und noch hat dann auch das entsprechende Verhalten kreiert daraus, dass man es empfindet, mitempfindet mit dem anderen. Und dazu muss man es erst mal wahrnehmen. Und da kriegt eben der I-Punkt ein Leben, damit man ihn nicht als abstraktes Ding ansieht, sondern etwas Lebendiges. Eine neue Form, wie man die Buchstaben kennenlernen darf. Beim nächsten Video erzähle ich euch noch ein bisschen mehr. Bleibt dran!